Ja, herzlich willkommen nochmal von Berlin. Heute unser Thema Shuffling. Was gibt es da zu beachten? Generell gilt wie immer bei uns, was möchtet ihr? Möchtet ihr einen langen Stiefel haben, möchtet ihr einen kurzen Stiefel haben? Aber um da euch bei der Entscheidung ein bisschen zu helfen, kann ich mal kurz etwas erzählen. Vielleicht ist es immer wichtig, euch zu überlegen, wo und wann möchte ich mal diesen Stiefel tragen. Zum Beispiel haben wir hier das Modell 111. Das wird gerne von unseren Kunden genommen, die gerade zum ersten Mal ein paar Overnies kaufen. Es ist halt sehr anpassungsfähig. Also den Stiefel kann man nach unten umschlagen, dann wirkt er ein bisschen kürzer, dann geht er aufs Knie drauf. Das heißt, dann kann man den auch einfach tagsüber mal tragen, über einer Jeans zum Beispiel. Sieht immer schick aus. Aber wenn man ihn hochschlägt, kann man ihn auch gut zu einem kurzen Rock tragen, ein bisschen sexy, ein bisschen im Club-Look. Funktioniert hervorragend. Wenn man da etwas noch Längeres möchte, sagen wir, gehen jetzt weit übers Knie. Da ist es auch mal gut zu wissen, okay, was kombiniere ich damit, was trage ich in der Regel, wenn ich ausgehe, trage ich gerne enge Röcke. Also wenn ich zum Beispiel enge Röcke trage, da sollte man darauf achten, dass der Stiefel auf jeden Fall unter dem Rock endet. Ansonsten drückt sich der Rock in den Stiefeln ab, man hat immer, das sieht nicht schön aus. Das heißt, zum Beispiel hier das Modell 317, haben wir hier in Grau. Das geht normal, so ist es so angedacht, Mitte Oberschenkel, man kann es gerne ein bisschen kürzer haben oder auch ein bisschen länger, das könnt ihr euch ja selber aussuchen bei uns. Und da wirklich kurz überlegen nochmal, was habe ich für Kleider, was habe ich für Röcke, was habe ich für Hosen, wie soll es nachher aussehen. Und dann werdet ihr schon wissen, okay, ich mache den vielleicht ein bisschen tiefer, dann kann ich den mit einer Hose tragen, dann kann ich den aber auch unterm Rock tragen, dann kann ich zu einem Kleid tragen, ich habe noch das Kleid, das ist ungefähr so lang, dann sieht das gut aus. Das hilft immer sehr. Die ganz lange Variante, zum Beispiel hier 318, kann man natürlich auch ein bisschen kürzer haben, wenn man das möchte. Aber generell ist er angedacht als der Stiefel, der wirklich bis zum Anschlag geht und der halt hinten unterm Po endet. Und da empfiehlt es sich halt entweder dazu, über eine Leggings zu tragen, vielleicht Strumpfhose. Oder halt, mein persönlicher Favorit ist, wenn er unter einem Rock oder einem Kleid verschwindet. Das heißt, wenn man das Ende gar nicht sieht. Und dazu muss das Kleid oder der Rock dann aber auch weit ausgestellt sein. Das heißt, nicht eng anliegend, sondern ein bisschen glockenförmig nach außen gehen. Sieht toll aus. Und ja, wie gesagt, am Ende ist es eine Geschmacksfrage. Überlegt euch, was ihr möchtet. Generell Pi mal Daumen, je kürzer der Stiefel ist, desto besser lässt er sich kombinieren. Und je länger er ist, desto exklusiver ist er.